Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Take It Light mit dem Zuzu HD. Hallo. Hallo. So, was machen wir heute? Wie immer habe ich keine Ahnung. Gut, da sind wir schon zwei. Also, die Müllfabrik ist jetzt unten angeschlossen oder ist jetzt angeschlossen ans System. Mhm. Das heißt, das hier können wir abbrechen. Hier so. Eigentlich den Trichter braucht es gar nicht. Braucht es den Trichter? Ja. Nee. Doch. Nee, das geht alles so schnell, das braucht doch kein Trichter. Ja, aber Junge, es wäre besser, weil wenn du selbst jetzt reintun willst. Naja gut, dann, aber... Weil sonst staut es. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. So, hier noch eine Goldröhre. Eine Kiste. Oh, dort unten hat's Lava. Hast du einen Wassereimer? Oh, warte schnell, ich hol ihn schnell an. Schnell. Weil die Lava, die muss weg. Einfach dann darüber leeren, bis die Lava weg ist und die Quarry erledigt dann den Rest. Ja, und dann muss das unten bleiben, oder was? Was muss unten bleiben? Ja, Junge, ja toll, ist... Ah, doch. Was? Ah, oh. Ich meine, weil es hat ja wahrscheinlich mehrere Schichten. Schütt jetzt einfach Wasser drüber. Oder lass den Wassereimer direkt dort. Junge. Musste mich schnell muten. Aha. Jo. Junge, wo hab ich das Uran gesehen? Das muss ich mitnehmen. Dort in der Wand ist Uran. Hier. Ja. Hier oben hat's noch mal was, aber ich weiß nicht, was es ist. Und wieso Kohle es dort ist. Hat es tonnenweise. Junge, spawnen gar keine Monster mehr. Ja, irgendwie ist komisch. Gefällt mir, würde ich sagen. Ne, irgendwie ist komisch. Irgendwie so ein bisschen. Oh, ich muss wieder mal etwas essen. Ja, dann isst du was. So, ich muss mal wieder hier hochkommen. Junge, der Keller wird riesig. Ja. Oh, verdammt, jetzt muss ich nur noch raufkommen. Weißt du, was ich jetzt dann gerade schnell mache? Schauen, wie es bei unserer Essensanlage dort ausschaut. Basaltkiste. Hebel nicht, Hebel kommt hier rein. Ja, hier ist voll, okay. Ich nehme mal mein Zeugs wieder raus. Oh, das ME Wireless Zeugs, da kannst du auch wieder nehmen. Was? Welches ME Wireless Zeugs? Da, das Wireless Access Terminal. Das aha, da. Ja, wo ist das? Das. Ja, genau. Das meine ich. Und komm, hier Röhren rein und Kabel und die Gastrinne. So. Mal schauen gehen, wie es hier aussieht, wie viele Karotten haben wir produziert. Produzieren Solarpanel, wenn es regnet? Ja, eigentlich sollten sie ja. Nee, ja. Weil es regnet. Wow, Alter! 2 Stacks und 55 Karotten. Ich würde sagen, wir machen mehr Scheiße, indem wir mehr Schweine züchten. Laufen die wirklich? Nein, ich glaube, du machst nicht mehr Scheiße im Fall. Doch, warum nicht? Weil sie jetzt schon voll sind. Ja gut, die Leitung ist ja immer voll. Ja, hier ist die Kollektoren. Hier die ganzen Komposter sind voll. Wir haben zu wenig Strom. Ja, die Solarpanel laufen. Machen wir jetzt mal Solarpanel. Ne, wenn es regnet, laufen sie nicht. Ja, was willst du machen? Ich züchte mal zwei. Auch mach trotzdem noch mehr Solarpanel. Ja, kannst noch zwei mehr machen oder so. Ungekauft, das müssen wir auch mal ernten. Ernten? Nein. Muss Solarpanels craften. Okay, das ist deine einzige Bestimmung. Ja. Solarpanels craften. Wenn ich noch wüsste, wie die gehen. Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Es ist schon sehr lange her, dass wir Tekken gespielt haben. Ein Generator muss hin. Alter, wir haben 206 Karotten. Schön, schön. 6 Importbasse, 4 Exportbasse. Doch, läuft. So Batterien. Wir haben 31 UU-Meter. Haben das wir noch Kabel? Was für Kabel? Kupfer? Kupfer? Ja, habe ich noch 4. Warte, ich. Aber warte, nein, ich habe einen Stack gefunden. Ich lege sie dir hier hinein. Da, bitteschön. So. Dann würde ich sagen, ernte ich mal Kaktus.
Oder? Ja. Ja, einfach mal abbauen. Ich bin schnell weg. Ja, tu das. Bin wieder hier. So. Oh, ich muss das Messer raten. Haben wir noch Kohlenstab? Kohlenstab? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben genug Kohle. Das weiß ich. Oh nein, ich. Was? Wir haben noch Kohlenstab. Wenn ich jetzt Kaktus hier reinmache, haben wir dann weniger Platz hier drauf. Hauptsache, du hast gerade zwei Typen vernichtet. Was? Du hast gerade zwei Typen vernichtet. Zwei Typen? Typen! Da, hier so auf der Speicherplatte. Aha, ah, ja, weißt du was? Entschuldige, ich bin auf der Leitung gestanden. Tut mir leid. Weißt du was? Was? Kohlestab einfach rausgenommen. Ah. Und Kupferkabel. Okay. Weißt du, was du auch mal... Nee, wir haben keine Diamanten, das ist kacke. Mit Ritt der MFSU, weil wir haben einfach so viel Strom. Das kann nicht so weitergehen mit dem Strom. Das geht einfach nicht. Das mit dem Cobblestone, das kann auch nicht so weitergehen. Junge, haben wir viel Cobblestone. Ja, eigentlich logisch. Wir haben auch im Lagersystem 10k Cobblestone. Was machst du gerade? Ich suche die Kupferkabel. Okay, okay. Haben sie aus Versehen mit reingeschmissen? Wirklich? Kann schon sein. Ja. Findest du sie? Nee. Ah, was? Hast du sie gefunden? Gefunden, gut. Wo waren sie? Hier bei diesem 3x3er Feld. Haha, ich hab sie rausgenommen und wieder reingelegt. So kann man den typisch Zuzu verarschen. So kann man den Zuzu verarschen. Das finde ich gut. Finde ich super. Ich nicht. Ich schon. So, jetzt mache ich Cobblestone. Soll ich noch mal ein bisschen mehr ins System umleiten? Kannst du. 10.000, wow. Ja, das ist nicht viel. Ich weiß. So, ich leite noch mal ins System um. Und zwar aus dem Schwarzen raus und ins Blaue rein. Hä, bin ich behindert? Ich hab's wieder ins Schwarze hineingetan. Auf deine Frage, ja, du bist behindert. Hä? Also. Hauptsache Kupfer kommt da nicht mehr durch. Wodurch? Dann kommt gar nichts mehr durch. Gar nichts anderes. Okay. Ne, alles andere ploppt hier raus. Schau mal. Was, nehmen wir den Cobblestone aus dem System? Geht's jetzt wieder? Ah ja. Es geht einfach kein Cobblestone mehr nach unten. Und ja, das wollen wir ja. Ja. Gut. Jetzt funktioniert's. Es geht wirklich kein Cobblestone mehr nach unten. Doch zwischendurch mal wieder einer. Oh, Junge. Ja. Okay, hast bei Blau hast aber kein Cobblestone mehr drin. Ich weiß! Wie geht denn der ganze Cobblestone rüber? Ja, keine Ahnung. Irgendwie sollte ja auch noch nach unten gehen, oder? Was? Irgendwie sollte ja auch noch nach unten gehen. Eigentlich sollte alles nach unten gehen. Nee. Doch. Nee, nach unten geht nur Dreck und Kies. Und Cobblestone. Nee, den habe ich hier rausgenommen. Aber bei mir ist er noch drin. Im Schwarzen? Ja. Was? Bei mir ist er draußen. Aber bei mir ist er drin. Ist ja egal. Ja. Also. Jetzt habe ich Glas, hab ich noch Glas. Sollten wir haben, ja. Und ansonsten, es kommt irgendwie die ganze Zeit auch noch ein bisschen Sand. Dann kannst du Glas machen. Wie viel Cobblestone haben wir jetzt? Wow, so. 10.000 immer noch.
find's ein bisschen kacke, dass so wenig kommt. Also. Wie viel haben wir jetzt? Oh, in 5 Minuten ist die Folge vorbei. So, ich leite Cobblestone mal wieder nach unten. Komm, weil es bringt es gar nicht, Cobblestone hier nach oben ins System zu pumpen. Weil sobald wir Cobblestone brauchen, können wir den immer noch rauspumpen. Wollen wir schnell schlafen gehen? Ja, komm mal. Schlafen, schlafen, schlafen. Was ist los bei dir? Nichts. Okay. So. Was kann ich machen? Also ich finde die Treppe von außen immer noch Hammer. Ich finde die einfach genial. Es fehlen nur nicht die geeigneten Glowstone-Lampen oder irgend sowas. Ein Basalt brauche ich noch. Basalt, einer. So. Oh, perfekt. Perfekt. Unsere Geothermalgeneratoren sind völlig am Durchdrehen. Oh, jetzt soll. Jetzt gehe ich mal schauen wegen der Scheiße. Weil jetzt produziert sie wieder. Die Anlage. Jetzt haben wir wieder Sonnenlicht. Jetzt sollte eigentlich Scheiße en masse kommen. Nee, nix. Wirklich nix. Oder ist das schon vorbei? Ich glaube, es ist schon vorbei. Ja, sind alle wieder leer. Fühlen sich alle ganz langsam. Schön. Aber es gibt alle paar Sekunden gibt Scheiße. Also, Dünger. Aha. Was? Dünger. Was? Was? Wie viel? Alle paar Sekunden gibt's Dünger. Toll. Oder sagen wir, einmal die Minute spuckt jeder ein Dünger aus. Und das ist eigentlich gut. Ja. Weil einmal in der Minute, das reicht völlig aus. Für unsere kleine Hubsfarm da draußen. Ja. Gut, also wenn man so die Tiere anschaut, dann haben wir ja keine kleine Farm. Ja, aber... Haben wir ja ein Riesending. Und auch die ganzen Kollektoren, die sind voll. Aber das geht einfach so lange durch diese Pipes. Hast du die Melonen geerntet? Ja. Okay. Verspeist du die auch immer direkt? Also was verspeist? Jetzt hab ich noch sehr isst. Ja, eben, isst du die immer direkt, ja, oder? Sobald ich Hunger okay. habe. Ja, sobald ich Hunger habe. Okay. Okay. Junge, ja, so. Was kann ich find Iron mehr? Irgendwann können wir hier hinten auch Bäume. Nee, bei Bäumen funktioniert, glaube ich, der Fertilizer nicht. Oh, ich habe keinen Kaktus angepflanzt. Ich bin schlau. Und ich wette, ich habe ihn verbrannt. Nee, eigentlich ja nicht. Oh, zum Glück nicht. Junge, Junge, Junge. Das ist jetzt aber nochmal gut ausgegangen. So. In 3 Minuten ist die Folge schon wieder vorbei. Dann haben wir schon wieder 2 Folgen aufgenommen. Ich glaube, soviel ich weiß, ist das gerade die 68. Folge. Und die sollte irgendwann in 30 Tagen kommen. Was, irgendwann in 30 Tagen? Ja, ungefähr. Weil heute habe ich die 35. hochgeladen. Und das ist jetzt die 68. Sprich, ja, in 30 Tagen kommt diese Folge. Aha. Ist gut, oder? Ja. Ich finde eben auch. So. Der Pulverizer ist voll mit Energie. Toll, oder? Ja, aber wir brauchen ihn nicht. Für gar nichts brauchen wir ihn, für gar nichts. Also, was brauche ich noch? Redstone. Ich könnte stundenlang zusehen, wie hier Cobblestone und sonstige Rohstoffe durch diese Pipes laufen. Wieso? Keine Ahnung, es macht irgendwie so Spaß, dem zuzuschauen. Und man kann sich immer so denken, ja, wir sind jetzt schon wieder ein Block reicher. Oh, jetzt kommt aber Marble. Junge, jetzt ist viel Marmor gekommen, du. Heilige Scheiße. Aha, schön, schön. Auf dann. Oder hier unten ist ein Creeper gespawnt. Was machst du gerade? Ah, die Solarpanel. Hast du irgendwas vergessen?
Was? Mach schnell. Ja, gut. Genau. Ah, toll. ja. Ah, muss ich bei dir craften. Wieso, du kannst auch hier, Junge, hier oben, für was haben wir diesen Kackmonitor? Dann halt. Zum Craften. Aber die Folge ist vorbei. Aha. Also Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung hier und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Macht's gut, bis dann, ciao!